Salut les Copains, ich bin die Lili Marie. Ich freue mich, dass ihr hier seid und ab sofort gibt es eine neue Videoreihe bei mir. Mein großer Traum ist ja, Sängerin zu werden und ich denke oft drüber nach, wie ich das werden kann. Und deswegen habe ich mir ausgedacht, dass ich ab jetzt tolle Künstler interviewen werde, sie euch vorstellen werde, ihre Musik natürlich auch. Und ich hoffe, ihr begleitet mich auf diesem tollen Weg und lernt genauso viel wie ich. Also ja. Und live bei mir ist die liebe Leni. Wie geht es dir? Es geht mir sehr gut. Ich freue mich auch, hier zu sein. Du singst ja heute hier beim 25 Hours Hotel. Bist du nervös? Nein. Also bist du schon ganz locker, das ist ganz normal für dich? Ja, es gibt so Tage, da bin ich sehr nervös vor Gigs und dann gibt es Tage wie heute. Ja, verstehe ich. Also, und was machst du, wenn du so richtig nervös bist? Was machst du gegen Nervosität? Ich atme und versuche mir vor Augen zu führen, dass es nur Musik ist. Du bist ja in Rosenheim geboren und seit 2006 in Österreich. Wie gefällt es dir hier? Sehr, sehr gut. Es ist ein sehr schönes Land, sehr nette Menschen. Ich bin ja aus Bayern und da gibt es sehr viele Ähnlichkeiten bei den Leuten. Also es ist ein ähnlicher Schlag Mensch so. Kommen wir zur Musik. Wie hat bei dir alles angefangen? Gibt es Leute in deiner Familie, die Musik machen oder wie bist du dazu gekommen? Nein, also ich komme nicht aus einer Künstlerfamilie. Mein Vater und meine Mutter hatten zu Hause viele Beatles-Platten. Und da hat das angefangen und ich habe dann mit 10 Klavierunterricht genommen und dann hat mein Klavierlehrer, der damals viel älter war, der war damals 40, glaube ich, der hatte eine Band und die haben eine Sängerin gesucht und dann habe ich ihm vorgesungen und so kam das alles irgendwie ins Rollen. Das heißt, dann hast du deine Chance gesehen und sie einfach... Du bist einfach reingesprungen ins kalte Wasser. Ja, cool. Hast du schon immer gewusst, in welche Richtung du gehen möchtest? Ja, also zu dem Zeitpunkt schon. Nur es hat sich sehr, sehr oft verändert. Also ich habe begonnen, auf Englisch zu singen und meine ersten Songs waren sehr, sehr poppig. Und es hat sich dann einfach halt so über die Jahre entwickelt zu dem, was es jetzt ist. Und es wird sich weiterentwickeln. Also es ist so... Kein, das wollte ich immer machen und so, ja. Also es kann sich immer ändern. Ja, es ändert sich. Es ändert sich, ja. Cool. Du produzierst ja selber Musik. Schreibst du deine Songs selber und wie viele Alben hast du schon, also wie viele Songs hast du schon geschrieben? Boah, Songs? Sehr, sehr viele. Also bestimmt 200, schätze ich. Ja, bestimmt. Bestimmt, aber nicht alle haben das Licht der Welt erblickt, das Licht der Öffentlichkeit. Genau, und also ich schreibe sehr viel und habe mittlerweile 5 oder 6 Alben veröffentlicht. Und ja, also es ist jetzt mein erstes Album, das letzte Album auf Bayerisch, auf Mundart und das ist jetzt gerade so ganz neue Welt, in die ich da eingetaucht bin und die gefällt mir sehr, sehr gut. Von den ganzen Alben, die du veröffentlicht hast, gibt es ein Favorit, wo du dich richtig wohlfühlst? Ja, dieses jetzt, also dieses letzte. Es wird wahrscheinlich jeder Künstler immer sagen, dass es das letzte ist, aber Bipolar ist bisher einfach das, was sich für mich am nähersten anfühlt, das, was ich sagen will und ja. Das, wer ich bin als Künstlerin. Also schreibst du deine Songs selber und es ist ja bei jedem Künstler anders. Was inspiriert dich und wann hast du Inspiration? Ja, es gibt oft Krisen, die einen inspirieren. Also Wut, Traurigkeit sind große Inspirationsquellen, aber eben auch ganz alberne Sommergefühle. Also es ist echt so, ich versuche einfach zu beschreiben, was in meinem alltäglichen Leben so passiert und natürlich gibt es dann auch wieder Dinge, die wiederholen sich über Jahre immer wieder und dann entsteht so eine Art Philosophie, es ist natürlich viel zu hochgegriffen, Philosophie, aber so Dinge, man erkennt Zusammenhänge und versucht dann vielleicht Dinge zusammenzufassen irgendwie. Also das Leben ist die beste Inspiration für Songs. Ja,
ich habe deine Musikvideos angeschaut und die sind ja ganz lustig und bunt und ich finde das super cool. Zum Beispiel Prinzessin, jede Prinzessin stellt sich ja dar, als wäre alles perfekt. Und dann hast du ja gezeigt, dass es eigentlich nicht so ist. Wie bist du dazu gekommen? Ja, in Prinzessin geht es eigentlich darum, dass ich und glaube ich viele auch sich ganz gerne selbst im Weg stehen. Und es viel einfacher ist, wenn man einfach aufhört zu versuchen, irgendwie jemandem irgendwas vorzumachen, sondern wenn man einfach man selbst ist und quasi aufhört zu pretenden, also zu Schauspielern, einfach man selbst ist. Letzte Frage. Ja. Was ist dein Lebensmotto? Versuche, dich selbst zu finden und dann steh dazu. Ja, also da gebe ich dir recht. Also ja, sehr cool. Und du hast ja da deine Big Ukulele. Wie nennt man das? Also das ist eine Bariton-Ukulele, größer als eine Sopran und anders gestimmt. Also sie ist im Prinzip gleich gestimmt, nur dass hier jetzt diese Seite nicht die tiefste ist, sondern wirklich wie die oberen vier Gitarrenseiten. Ja, cool. Also kannst du uns etwas vorspielen? Sehr gerne. Eine Weltpremiere. Es ist nicht einfach, mit mir zum Sein ist eigentlich nicht möglich, außer kurz einmal und dann lang wieder nicht. Ich tue so gerne allein sein, auf meiner kleinen Insel hab ich alles, was ich brauche und was ich will. Und ich freue mich, wenn's vorbei ist, nur an sag ich dir gleich, das heiße Baum wird schwierig da am Sandstrand. Aber dafür scheint die Sonne und wenn's dich treiben lässt, nein, wer weiß, was dann passiert. Welche Pläne gibt es denn für die Zukunft? Gibt es etwas, was du uns vielleicht sagen kannst? Ja, ich kann verraten, es wird wieder neue Singles geben demnächst. Also wir sind jetzt schon in dieser Schreibphase und es gibt auch neue Videos, aber wann, das kann ich noch nicht verraten. Und wer mehr von der lieben Leni sehen und hören möchte, kann gerne jetzt in meiner Infobox vorbeischauen und da sind alle Links, die ihr braucht. Und ja, ich hoffe, euch hat der Talk gefallen. Wenn ja, dann zeigt mir das mit einem Like, einem Kommentar und einem Abonnement. Und ja, das war's, eure Lili Marie.